Hallo Leute und willkommen zu London 2012, die Olympischen Spiele. Und wir sind am Tag 13, der vorletzte Wettkampftag, und werfen einen Blick auf den Medaillenspiegel. Gestern konnten wir ja vorbeiziehen an den Briten mit der goldenen im Bogenschießen, haben jetzt 2 Punkte Vorsprung und das wollen wir natürlich halten. Die Disziplinen: wir haben noch Speerwerfen, 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und Tischtennis. Tja, da würde ich sagen, wir machen, also Speerwerfen geht eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen 100 Meter Rücken und Tischtennis heute und hoffen natürlich, dass wir den Vorsprung beibehalten können. Los geht's mit der Qualifikation im Schwimmen. So, wir sind im Aquatic Center zur Qualifikation. 100 Meter Rücken der Herren. Und ich bin mir wieder ein bisschen unsicher, was ich drücken muss bei diesen ganzen Schwimmdisziplinen. Deswegen zur Sicherheit nochmal die Einleitung, damit ja nichts mehr schief geht. Am Anfang, das ist klar. Paddeln, paddeln, paddeln. Und jetzt rechts, links. Alles klar. Gut, so wird's gehen. Alles klar. Also, jetzt die Qualifikation. Und die Briten sind mit uns im Halbfinale. Das heißt, doppelt wichtig dieses Rennen. Los geht's am Startblock. Daumen drücken. Ganz vernünftiger Start. Wir müssen ja unter die ersten vier. Aktuell auf dem dritten Platz, auf dem zweiten Platz. Und die Japaner sind vor uns, die Chinesen hinter uns. Wo sind die Briten? Und wir sind weiter vorne. Eine sehr gute Wende und wir sind super wieder in die Schwimmphase reingekommen. Jetzt heißt es einfach konzentriert weitermachen. Fast eine Sekunde Vorsprung vor den Konkurrenten. Kann das sogar ein Rekord werden? Es sieht gut aus. Und wir sind auf jeden Fall Erster. Und Weltrekord für Deutschland. Weltrekord im 100 Meter Rücken der Herren in dieser Qualifikation. Damit sind wir natürlich Favorit auch fürs Finale. Und es hätte sogar noch ein bisschen schneller sein können. Und wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse. Wir haben klar den ersten Platz vor den Slowaken und den Chinesen. Die Briten haben sich noch auf Platz 4 ins Finale geschummelt. Damit ist noch alles offen. Und wir gehen zum Tischtennis der Herren zum Halbfinale. Das Finale im Tischtennis geht ja meistens gegen die Chinesen. Wenn wir jetzt die Briten im Halbfinale gegen uns haben, können wir einen ganz wichtigen Schritt bei einem Sieg in Richtung Gesamtsieg machen. Wir werden mal sehen. Gegen Frankreich geht es. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass die Briten hier als im Halbfinale rausfliegen und wir nur die Chinesen haben. Das heißt, dass es im Finale darum geht, 2 Punkte oder 3 Punkte auf die Briten aufzuholen. Und jetzt heißt es aber erstmal gegen die Franzosen ins Finale einziehen. Man weiß ja immer nie so genau, so eine Sätze laufen ja unterschiedlich ab. Das heißt, wir müssen hier am Anfang natürlich gucken mit dem 1-0 jetzt, dass wir möglichst gut in die Runde reinkommen.
und hier dann auch ins Finale einzuziehen. Bisher haben wir hier immer alles gewonnen und auch jetzt mit dem 2-0 sieht es ganz gut aus. Noch kein langer Ballwechsel, weil wir immer recht souverän den Punkt bisher geholt haben, aber bisher sind ja erst 2 Punkte gewesen. Es kann sich noch vieles ändern, aber das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt müssen wir mal zum Ende hier kommen. Full stretch for the forehand there. Over the net with the forehand. Testing his opponent with a backspin. Und diesmal jetzt aber hier ein recht langer Ballwechsel. Die Franzosen im Spiel angekommen und der ging leicht daneben. 2-1 nur noch. Angabe Frankreich. Und er ist daneben. 3-1. Gerade noch bekommen. Aber wieder ins Spiel reingekämpft. So. Und der ist drauf und im Aus. 4-1. Oh, der war ein bisschen zu früh, ein bisschen überhastet jetzt hier. 4-2. Jetzt wieder neu konzentrieren. Oh, der war stark. Oh, da sind wir nicht reingekommen. 4-3 nur noch. Der Franzose holt auf. Ah, der war gut. 4-4 jetzt. Jetzt heißt es wirklich hier jetzt aufpassen, dass wir hier nicht in ernste Schwierigkeiten kommen im ersten Satz. Oh, der war mit ein bisschen Glück noch auf die Platte. Genauso wie hier beim Franzosen, ein bisschen mit Schnitt gespielt. Und gegen den Spin, da scheint er immer gut anzukommen, aber der war sehr schön gemacht hier, dieser Slice. 5-4 jetzt die Führung. Ah, der ist neben die Platte. 5-5. 5-5. Angabe Frankreich. Oh, ja, den haben wir noch. Sehr gut. Und der war stark. 6-5. Und damit haben wir Satzball. Jetzt ganz, ganz wichtig. Und der ist da. Der ist da. 7-5. Der erste Satz ist unser. Der erste Satz ist unser. Und jetzt im zweiten Satz möglichst nochmal konzentrieren und 7 Punkte holen. Und das ist aber leider der erste Punkt für die Franzosen. Aber das soll noch nicht viel heißen. Der war stark. Auch der hier. 2-0. Quatsch. 1-1 jetzt. Und Angabe Frankreich. Ah, 2-1 Frankreich hier. Jetzt heißt es aufpassen, dass die Franzosen hier jetzt nicht wegziehen. Ah, 3-1 jetzt. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren, dass das jetzt nicht nach hinten losgeht. Ah, wieder knapp auf die Platte, ärgerlich. Haben wir nicht erwischt, 4-1. Der war schön. Ah, wieso haben wir... Der ist daneben, sehr gut. Da dachte ich schon, wir hätten den Fehler gemacht, aber der war neben der Platte. Jawohl, 4-2 nur noch.
Jetzt müssen wir hier aufholen, Punkte machen, los. This rally really starting to take shape now. There it is, the backhand shot. Awesome defense from both players with this rally. Using his backhand shot. Wow, that backhand, what a joy to watch. Und der ist daneben, schade. 5 zu 2 Frankreich. Also dieser Satz hier wird hart umkämpft noch sein. Hoffen wir zumindest. Rally starting to build. Big swipe for the forehand. Neither player prepared to give an inch on this rally. Ach du je. 2 zu 6. 2 zu 6. Und der ist noch auf die Platte und daneben 3 zu 6. Aber immer noch 3 Setzbälle für den Franzosen. Können wir da nochmal gegenhalten in diesem Satz? Oder müssen wir über den dritten gehen? Wir werden sehen. Der war daneben 4 zu 6. Hier sehen wir es nochmal. Neben die Platte 4 zu 6. Nur noch 2 Satzbälle Frankreich. Ah, der war sehr stark. Und ist damit der zweite Satz für die Franzosen. 7 zu 4. Das heißt 5 zu 7, 7 zu 4 aus Sicht der Franzosen. Und jetzt geht es in den entscheidenden dritten Satz. What a remarkable rally, and it really is going to be crucial to win the point after this. Fantastic backhand. Brings in the side spin shot now. Also der Franzose ist wirklich stark. Man kriegt ihn kaum irgendwie in die Bedrohung. Der haut alles wieder zurück auf die Platte. Und das ist ja nicht das Finale, sondern nur die Qualifikation. Und der ist daneben, aber 1 zu 0 jetzt für uns. Können wir jetzt eine kleine Serie starten? Das wäre wirklich jetzt sehr wichtig. Ah, ein bisschen zu voreilig hier wieder. 1 zu 1 jetzt. Weiter, jetzt konzentrieren. Fokus auf diesen Punkten. Komm. Au. Aber stark retourniert. Lange, langer Ballwechsel jetzt. Und ich habe noch kein Mittel gefunden, wie wir ihn hier in die Bedrängnis kriegen können. Ich habe noch kein Mittel hier gefunden. Oh, der ist daneben. 2 zu 1 jetzt für die Franzosen. Jetzt sind sie in Führung und jetzt müssen wir umso mehr aufpassen. Also wir bekommen hier echt nichts geschenkt und der ist wieder neben der Platte. 3 zu 1. Oh Mann, jetzt müssen wir aufpassen. 3 Punkte in Folge jetzt verloren. Ach, 4-1 Frankreich im dritten Satz. Und der ist daneben, 4 zu 2 nur noch. Können wir jetzt eine kleine Serie starten, das wäre so wichtig. So the rally starting to take shape. It's right across the table with the forehand. Good movement for the backhand. Und 4 zu 3. Wir kommen wieder ein bisschen ran. Können wir auch den Ausgleich schaffen? Jawohl, 4 zu 4. Jetzt sind wir doch wieder am Drücker. Und jetzt müssen wir dieses Spiel gewinnen. Jetzt oder nie. Au, der war daneben. Neben der Platte. 5 zu 4 Frankreich. Und jetzt bloß nicht zulassen, dass diese noch einen sechsten Punkt holen zum Satz, zum Matchball.
Oh, und da ist es. 6 zu 4 Frankreich. Zweimal Matchball. Das darf nicht passieren. Oh, ein starker. Den haben wir aber retourniert. Oh, da habe ich schon gedacht, das wäre es jetzt. Und der Ballwechsel hier sehr stark. Um das Match geht's jetzt. Und den hat er nicht mehr. 6 zu 5, aber immer noch ein Matchball. Konzentrieren. Und der ist daneben. 6-6. Das heißt, wir haben ausgeglichen und der nächste Punkt gibt Matchball. Wir haben jetzt zwei Angaben, können wir diese nutzen? Jawohl, 7 zu 6. 7 zu 6 und wir haben unseren ersten Matchball. Jetzt heißt es, ran an den Mann und den Punkt machen. Oh Mann, und der ist daneben. Das heißt, wir stehen im Finale und wir haben hier Silber sicher. Ganz wichtiger Punkt hier, ganz wichtiges Spiel und die Franzosen sind raus. Was haben die Engländer gemacht? Wir werden es erst im Finale erfahren. Jetzt heißt es aber erstmal 100 Meter Rücken der Herren, das Finale. Hallo Leute, und wir sind im Finale im 100 Meter Rücken der Herren und ein ganz, ganz wichtiges Rennen hier. Die Briten sind neben uns auf der Bahn und können wir die Superleistung aus der Qualifikation mit Weltrekord, können wir dies wiederholen hier im Finale? Wir werden sehen. Daumen drücken, es geht los. The last in Sydney in 2000. Sehr guter Start. Wie kommen wir in die Schwimmphase? Vierter Platz. Das ist in Ordnung. Da können wir uns jetzt nach vorne kämpfen. Dritter Platz. Und die Briten sind auf dem zweiten Platz. Ganz knapp vor uns. Oh, jetzt haben wir hier Fehler. Oh Mann, das kann uns das Rennen kosten. Können wir uns nochmal rankämpfen? Können wir uns nochmal rankämpfen? Oh, das ist wieder ein Fehler. Der bleibt quasi stehen hier im Wasser. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Erst Weltrekord und jetzt nur der sechste Platz. Das tut ganz doll weh. Das tut ganz doll weh. Und wir sehen es. Die Briten holen hier Silber. Wir nur abgeschlagen auf dem sechsten Platz. Hätte ich jetzt ein Neustart-Ticket, würde ich es jetzt zünden. Aber ich habe leider keins. Das heißt, anstatt hier mit drei oder mehr Punkten nach vorne zu gehen, sind wir wieder mit 33 Punkten auf dem gleichen Platz. Jetzt haben wir ja noch das Finale im Tischtennis vor uns. Und das wird jetzt umso wichtiger. Auch, dass die Briten nicht im Finale stehen, sondern die Chinesen. Und wir schon mal mindestens 2 Punkte gut gemacht haben wieder. Wir werden es jetzt in wenigen Augenblicken sehen. Und das Finale geht gegen die Chinesen. Das heißt, die Briten haben hier maximal den dritten Platz geholt. Das heißt, wir liegen am Ende dieses Tages auf jeden Fall vor den Briten. Die Frage ist nur, wie viele Punkte? Los geht's. Ganz, ganz wichtiges Spiel hier. Es geht um Gold. Es geht um jeden Punkt, den wir holen können. Und los.
Ah, den haben wir nicht gekriegt. Hier, erster Punkt für die Chinesen. Jetzt heißt es, in dieses Spiel wieder reinkommen. Angabe daneben, das darf auch nicht passieren. Jetzt müssen wir auf jeden Fall 2 Punkte machen. Und den haben wir. 2:1. Gut gemacht. Gegen die Chinesen haben wir ja schon des öfteren Mal gewonnen. Warum sollte es also nicht heute auch noch wieder funktionieren? Und 2:2. Also jetzt die Fehler auf der Seite des Chinesen. Oh, und die Angabe wieder neben die Platte. Das ist ärgerlich. Da übertreibe ich es ein bisschen mit der Angabe. Ist aber auch schwierig, mal ohne Spin zu spielen. Aber jetzt heißt es, den müssen wir jetzt wieder machen. Oh, und der ist gerade noch. Ganz enges Spiel. Ah, und 4:2 für China. Können wir jetzt wieder diese beiden Punkte hier machen? Und bei der Angabe müssen wir jetzt gleich ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ist unser 4:3. 4:3 nur noch. Und jetzt zum Ausgleich. Komm. Ah, da waren wir ein bisschen. Aber der ist neben die Platte. 4 beide. Und jetzt ganz normal die Angabe machen, ganz vorsichtig. Und der ist daneben, 5:4. Jetzt müssen wir aufpassen. Und da war ich unkonzentriert. 6:4 jetzt. 2 Setzbälle. Ganz schwache Leistung von uns gerade. Der erste Satz geht an die Chinesen. Das heißt, wir müssen hier jetzt definitiv diesen Satz holen, um hier Gold zu holen. Aber das war wieder nichts. Jetzt brechen wir gerade so ein bisschen ein. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren, fokussieren. Und dann wird das auch noch was. Neben die Platte. 1:1. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Der weiß ich nicht, ob ich den noch bekommen hätte. 1:1. Starke Angabe. Und der ist daneben. 2:2. Und der ist auch daneben. 3:2. Wir sind in Führung in diesem zweiten Satz. Und wir sind gut darin beraten, diese Führung auszubauen. Jawohl, 4:2. Jetzt die Fehler auf der Seite des Chinesen. Können wir das nutzen? Der ist daneben, oder? Jawohl, 5:2. Jetzt läuft es doch. Und jetzt müssen wir die Leistung auf jeden Fall beibehalten. Beziehungsweise Leistung. Naja, der Chinese macht Fehler oder vielleicht treiben wir ihn auch in die Fehler. Ich weiß es nicht genau. Aber wichtig ist, dass wir jetzt die Punkte machen. Und das war genau richtig gespielt. Der musste jetzt rechts Longline gespielt werden, weil der Chinese ins Straucheln gekommen ist. Das heißt, wir haben 4-mal Satzball. Und davon wird doch wohl einer genutzt werden. Au. Der erste nicht. Das heißt, nur noch 6:3. Oh, knapp daneben. 6:4 nur noch. Aber noch 2 Satzbälle. Los jetzt. Starker Ball. Und der ist daneben. Das heißt, der zweite Satz geht mit 7:4 an uns.
Gleich viele Punkte jetzt. Und jetzt der entscheidende dritte Satz. Es geht um Gold und um Silber. 1-0 China. Und 1-1. Schöner Ball. Und jetzt ganz wichtig, Gas geben. Und jawohl, 2-1, Führung hier. Und 3-1, so darf es sehr, sehr gerne weitergehen. Und der ist daneben, 4-1. Jetzt noch 3 Punkte bis Gold. Und auch der ist daneben, 5-1 jetzt. Und 6-1, jetzt der Chinese, da funktioniert überhaupt nichts mehr. 5 Chancen hier, dieses Match jetzt zu gewinnen. Und das ist es. Gold im Tischtennis. Und die 3-Punkte-Führung vor den Briten. Sofern diese nicht Bronze haben, was wir noch nicht wissen. Aber ich denke mal nicht. 4-7, 7-4, 7-1. Gold für Deutschland. Und es geht zur Siegerehrung und zur Nationalhymne. Und der Blick auf den Medaillenspiegel. Wir haben 10-mal Gold und wir haben auch 3 Punkte jetzt vor den Briten. Vor dem letzten Tag. Also morgen ist der letzte Tag und 3 Punkte Vorsprung. Und wir haben noch 2 Disziplinen, wo wir durchaus punkten können. Also im Speerwerfen erhoffe ich mir natürlich die Goldmedaille. Und das würde für den Gesamtsieg reichen. Aber sicher wären wir dann nur, wenn die Briten selber keine Medaille holen und wir vielleicht auch im Schwimmen eine Bronze holen würden. Wir werden sehen. Morgen ist der Tag der Tage und dann kommt es drauf an, was wir machen. Und wir haben ein Neustart-Ticket. Wir haben hier ein Neustart-Ticket, das heißt, wir haben noch bessere Chancen für morgen. Da sollte doch jetzt nichts mehr schief gehen. Also der Blick hier nochmal, 100 Meter Rücken der Herren. China vor Großbritannien und der Slowakei. Wir haben zwar in der Qualifikation Weltrekord geschwommen, aber das hat uns im Finale nichts geholfen. Da haben wir es einfach nicht geschafft, in den Rhythmus reinzukommen. Aber beim Tischtennis haben wir die Chinesen im Finale und die Franzosen im Halbfinale besiegt und sind somit 3 Punkte vor den Briten vorm letzten Tag. Ich hoffe, ihr seid jetzt unbedingt wieder mit dabei. Wenn es heißt London 2012, Tag 14, im dritten Durchgang schwer. Und jetzt kommt es wirklich drauf an. Bis morgen. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!